Hallo zusammen, in diesem Video schauen wir uns die optimale Kurkuma-Dosierung an. Ja, Kurkuma hat tolle Wirkungen, ja, es wirkt entzündungshemmend, antioxidativ, es unterstützt die Leber oder senkt auch die Blutfette. Ja, aber wie viel Kurkuma dürfen bzw. sollen wir eigentlich einnehmen? Ja, außerdem schauen wir uns auch die offiziellen Empfehlungen zur Kurkuma-Dosierung an und wir werfen einen Blick in den therapeutischen Bereich, weil da ist es nochmal ganz anders. Aber jetzt erstmal schön der Reihe nach. Ja, das Bundesinstitut für Risikobewertung legt als Obergrenze fest 3 Milligramm Kurkumin pro Kilogramm Körpergewicht. So, erstmal Achtung, die Einheit ist hier quasi, also die Substanz ist hier quasi Kurkumin und nicht Kurkuma. Jetzt ist natürlich erstmal wichtig zu wissen, wie viel Kurkumin steckt eigentlich in Kurkuma. Ja, der Anteil an Kurkumin beträgt 3 bis 5% im Vergleich zu Kurkuma. Rechnen wir mal der Einfachheit halber mit 5%. Dann bedeuten 3 Milligramm Kurkumin entsprechend 60 Milligramm Kurkuma. Ja, also einfach mal 20 genommen. Okay, was heißt es jetzt für eine 70 Kilogramm Person wie mich? Also ich dürfte so gesehen am Tag maximal 70 Kilogramm mal 3 Milligramm Kurkumin zu mir nehmen. Also insgesamt 210 Milligramm Kurkumin. Oder in Kurkuma gerechnet sind es mal 20 genommen, also rund 4000 Milligramm Kurkuma, also 4 Gramm Kurkuma-Pulver am Tag. So, jetzt haben wir schon mal eine erste aussagekräftige Antwort. Wenn diese Dosierung überschritten wird, dann kann es laut Bundesinstitut für Risikobewertung kann es zu unerwünschten Nebenwirkungen kommen, wie beispielsweise Durchfall, Blähungen und so weiter. Also ich denke, 4 Gramm Kurkuma für den alltäglichen Gebrauch, das ist schon echt einiges. Ja? Also das ist nicht wenig. Das sind etwa zwei gut gehäufte Esslöffel. Ja, das kann man so grob sagen. Also das ist wirklich einiges. Damit lässt sich auch schon sicherlich eine ganz gute Grundwirkung entfalten. Ja, so viel mal zur offiziellen Empfehlung. Übrigens freue ich mich auch über dein Abo. Also falls du das noch nicht getan hast, gerne den Kanal abonnieren. Werfen wir als nächstes mal einen Blick in den therapeutischen Bereich. Und hier sehen wir, dass auch Dosierungen weit über 200 Milligramm Kurkumin pro Tag gegeben werden. Ja, auch über mehrere Wochen hinweg übrigens. Also in diesem Fall 12 Wochen. Ja, und hier hat man eben auch eine deutliche Linderung bei Depressionen erzielt. Oder auch bei der Behandlung von Arthritis hat man 1500 Milligramm Kurkumin, ja, gegeben. Allerdings hat man das auch über 3 Einnahmen am Tag verteilt. Ja, die Einnahme verlief hier insgesamt über 6 Wochen und auch hier wurde eine deutliche Linderung der Beschwerden erreicht. Und jetzt kommt nochmal ein ganz anderes Niveau der Kurkuma-Dosierung. Die amerikanische Food and Drug Administration hat nämlich festgelegt, dass Kurkumin im therapeutischen Bereich als sicher gilt bei Dosierungen von 4000 bis 8000 Milligramm und sogar hoch bis 12.000 Milligramm. Ja, wohlgemerkt, es geht hier um den therapeutischen Bereich. Ja, also so eine Dosierung an Kurkumin nimmst du auch nicht über Kurkuma-Pulver zu dir, weil, wie gesagt, da müssten wir ja mal Faktor 20 nehmen ungefähr. Ja, das ist dann wirklich konzentriert als Kurkuminextrakt dann auch. Je nach Zweck gehen die Dosierungen hier also wirklich sehr weit auseinander. Und ja, deshalb lässt sich auch tatsächlich nicht pauschal sagen, was jetzt für dich zum Beispiel die optimale Dosierung ist. Für eine Person mit heftigen Gelenkschmerzen, da mag eine Dosierung im therapeutischen Bereich Sinn machen, ja. Ich meine, was ist schlimmer als Schmerzen? Da nehme ich die möglichen Nebenwirkungen vermutlich gerne in Kauf bei Dosierungen von mehreren tausend Milligramm Kurkumin pro Tag. Ja, so eine Situation ist aber nicht vergleichbar mit einer normal gesunden Person, die jetzt an sich keine akuten Schmerzen oder Beschwerden hat. Ja, also ich denke, da ist ein gut gehäufter Esslöffel Kurkuma-Pulver mit etwa 2 bis 3 Gramm Kurkuma-Pulver pro Tag schon in Ordnung. Ja, das entspricht dann etwa 100, ja, manchmal sogar eher 150 Milligramm Kurkumin. Auch die doppelte Menge könnte man nehmen. Ja, das wäre jetzt gesundheitlich auch noch im unbedenklichen Bereich in jedem Fall. Ja, das wäre nicht problematisch. Und bei all diesen Überlegungen zur Kurkuma-Dosierung sollten wir aber nicht vergessen, bitte, dass wir auch schwarzen Pfeffer und am besten ein Trägeröl mit einnehmen sollten. Ja, dazu habe ich übrigens auch dieses Video aufgenommen, ja, wie du die Aufnahme von Kurkuma um 2000% verbessern kannst.
Ja, wenn dir das Video gefallen hat, abonniere gerne meinen Kanal und schau dir, wie gesagt, als nächstes dieses Video an.